Herzlich willkommen zurück bei Falsche 9. Auch heute wieder 6 nutzlose Fußballfakten für die Halbzeitpause und los geht's. Nummer 1. Kidnapping ist ein häufiges Verbrechen in Brasilien. Es wurden bereits die Mütter von Grafit, Luis Fabiano und Robinho entführt. Nummer 2. Philipp Wollscheid, der Leverkusener Verteidiger, fiel durch die Aufnahmeprüfung zum Sportstudium, weil er zu schlecht im Turnen war. Die erste Mannschaft, die in Deutschland mit Pressing spielte, war der Hamburger Sportverein unter dem Trainer Ernst Happel. Der damalige italienische Vizepräsident der FIFA, Dr. Ottorino Barassi, versteckte den WM-Pokal während des Zweiten Weltkrieges in einem Schuhkarton unter seinem Bett und bewahrte ihn so davor, in die Hände der Besatzungsgruppen zu fallen. Nummer 5. 2002 ließ der damalige Schalke-Manager Rudi Assauer den gerade gewonnenen DFB-Pokal versehentlich vom Festwagen fallen. Der DFB schickte eine Rechnung für die Reparaturkosten in Höhe von über 30.000 Euro. Kommen wir zur falschen 9 oder besser die falsche Ausrede. Denn die Spieler der ukrainischen Nationalelf beklagten nach der 0:4 Niederlage gegen Spanien bei der WM 2006, dass die Frösche unter dem Hotelfenster zu laut gequakt hätten. Deshalb sei das gesamte Team in der Nacht vor dem Spiel mit Stöcken und Körben bewaffnet zur Froschjagd ausgerückt, statt zu schlafen. Tja, zwar nicht auf Froschjagd, dafür aber auf Torejagd geht der heutige Spieler, der uns das legendäre Zitat spendiert, nämlich Zlatan Ibrahimovic sagte eins über Mario Balotelli: Ich mag Balotelli, er ist noch durchgeknallter als ich, er kann den Siegtreffer erzielen und anschließend das Hotel in Brand setzen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen durchgeknallten und feuerfesten Tag und bis zum nächsten falschen 9. Bis dann, euer Van Bergen, ciao!